Go2Zero ist das Umweltleitbild des Volkswagen-Konzerns. Es steht für eine Wirtschaftsweise, die die Umwelt möglichst wenig belastet und die zudem bilanziell CO2-frei ist. Das hat sich Volkswagen bis zum Jahr 2050 konzernweit zum Ziel gesetzt. Aber nicht nur Ökosysteme sind intakt zu halten und Umweltregulierungen und Richtlinien zu beachten. Der Volkswagen-Konzern hat sich auch dazu verpflichtet, das Pariser Klimaabkommen einzuhalten. Also die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu begrenzen. Um die Umweltziele zu erreichen, haben die Marken und Gesellschaften spezielle Programme installiert. In der Logistik des Konzerns heißt dieses Programm Go2Zero Impact Logistics. Mit diesem Programm leistet die Logistik ihren Beitrag zu den Konzernzielen. 30% weniger CO2 bis 2025 und bilanzielle Klimaneutralität bis 2050 im Vergleich zum Jahr 2017. Und so funktioniert Go2Zero Impact Logistics. In 4 Handlungsfeldern bearbeiten wir die relevanten Themen. Den Klimawandel begrenzen, indem wir den Ausstoß von CO2 verringern. Die Luftqualität verbessern, indem wir unter anderem Schadstoffe bei Seeschiffen reduzieren. Die Ressourcen schonen, indem das Behälternetzwerk für geschlossene Recyclingkreisläufe bei defekten Behältern sorgt. Das Umwelt-Compliance-Management-System unterstützt die Umsetzung und Zielerreichung der 3 anderen Handlungsfelder durch Standards und Richtlinien. Alle Logistiken der Marken des Volkswagen-Konzerns arbeiten Hand in Hand zusammen. Der Konzernarbeitskreis Zero Impact Logistics ist das steuernde Gremium. Die Marken- und Konzernvertreter definieren und beschließen Standards. Gemeinsame Maßnahmen werden von den Fachkonzernarbeitskreisen definiert und umgesetzt. Genauso wie die Marken ihre eigenen Umweltprogramme voranbringen, die ebenfalls Zero Impact Logistics unterstützen. Gemeinsam können wir mehr bewegen. Auf diese Weise gehen wir vor. Wir versuchen, unnötige Transporte, zum Beispiel Leerfahrten, zu vermeiden. Was wir nicht vermeiden können, versuchen wir zu reduzieren. Was wir nicht reduzieren können, versuchen wir zu konvertieren, indem wir auf regenerative Energieträger umstellen. Als letztes Mittel nutzen wir die Kompensation, also den Ausgleich von nicht vermeidbaren CO2-Emissionen außerhalb der Logistikprozesse. Zur Hilfe kommt uns hierbei LUIS, das Logistik-Umwelt-Informationssystem. LUIS zeigt uns, wo und wie viel CO2-Emissionen entstehen und wo wir daher am besten mit Maßnahmen den Hebel ansetzen. Die Maßnahmen aller Marken und der Konzernlogistik werden auf dem Reduktionspfad dargestellt mit ihren jeweiligen CO2-Einsparpotenzialen und Kosten. So kommen wir in der Logistik Schritt für Schritt unseren Zero-Impact-Logistics-Ziel näher und unterstützen damit das Dekarbonisierungsprogramm des Konzerns. Und so werden wir unserer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht. Let's go to zero.